Der Krananhänger RW12 von Binderberger ist der mit Abstand kompakteste von allen Testkandidaten in unserem Vergleichstest von 10 Rückkehranhängern. Der Platzsparer lässt sich dank der Option Telematik auf eine Länge von 5,30 Meter zusammenschieben und hat zudem eine Außenbreite von nur 2,16 Meter. Landwirt Praxistest. Mit der Telematikfunktion lässt sich die Länge des verzinkten Doppelrohrrahmens um knapp 90 cm in 3 Stufen hydraulisch verändern. Die Verstellung ist nur im ungeladenen Zustand möglich. Zusätzlich verfügt der Binderberger, wie übrigens alle Krananhänger in unserem Test, über einen heckseitigen Rahmenauszug. Der Leuchtenträger ist massiv gebaut und hat trotz mehrmaligem Bodenkontakt den Test gut überstanden. Nicht so die geräumige und absperrbare Staubox. Die maximal 4 Rungenpaare sind aus Alu und frei drehbar. Bei Bedarf können sie mit einem Bolzen fixiert werden. Durch Umstecken der beiden Heckrungen ist auch ein Scheitholztransport möglich. Das Boogie-Aggregat hat mit 99,5 cm den geringsten Abstand. Trotzdem lassen sich auf Wunsch auch 17 Zöller montieren. Bestwerte erzielte der Binderberger beim Böschungswinkel und bei der Bodenfreiheit unter den Achsen. Defizite hat der Wagen allerdings bei der Wendigkeit. Der Anhänger wurde uns als 10 km/h-Variante mit einer hydraulischen Betriebsbremse zur Verfügung gestellt. Die Feststellbremse ist mit einer langen Kurbel etwas umständlich zu bedienen. Gelobt haben unsere Tester den An- und Abbau an den Traktor. Die Abstellstütze befindet sich zwar an der rechten Seite, lässt sich aber gut bedienen. Auch Halterungen für die Hydraulikschläuche und die Gelenkwelle tragen das ihre dazu bei. Der Kran